Alter Schwede, was ist denn das bitte? Real Fishing. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Vlog für euch. Wir sind heute an einem Platz, wo wir noch nie gestartet haben, und zwar mit mir zu Hause. Und es ist 5.35 Uhr, das heißt, es kann eigentlich nur eine Sache passieren. Ich gehe mit dem Mario angeln, niemand anders ist so committed, dass er so früh aufsteht. Mario ist sogar noch früher aufgestanden, der sitzt gerade noch im Zug. Der Zug ist um 3 Uhr losgefahren. Also holen wir den Mario jetzt mal ab, dann geht's an Tegernsee, dicke Hechte angeln hoffentlich. So, wir sind jetzt auf dem Wasser, haben die Routenhalter hier schon angebracht, also ich und der Mario hat das Echolot angebracht, also Arbeitsteilung vom Feinsten. Wir haben auch schon richtig schöne Schwärme gesehen, wir haben ja ein richtiges Echolot jetzt dabei. Schauen wir mal, was so geht, der Mario macht gerade seine Angel fertig, er hätte gerne als erstes Köder im Wasser, weil er schon ein bisschen nervös. Wetter ist heute, sagen wir mal, interessant, nachdem wir die letzten 4 Wochen, glaube ich, so 30 Grad hatten, soll es heute regnen und 14 Grad haben. Wir hoffen, dass der Wetterumschwung Fisch bringt, dass es die Fische ein bisschen motiviert. Ich bin ja seit 5 Schlepptagen ohne Hecht, also das muss ich heute ändern. Und wie sollte es sich sonst ändern, als wenn der Mario dabei ist? Also wenn es jemand kann, dann der Mario, und habe ein gutes Gefühl heute, aber kein Druck auf niemanden. So, wir haben jetzt ausgebracht. Ich habe mich schon in meinen drillbereiten, coolen GoPro Vollmongo-Modus gebracht. Wir fischen heute ziemlich weit draußen, aber da wir mit 4 Ruten fischen, muss natürlich ein bisschen verteilt werden. Wir fischen jetzt gerade mit dem 30,5er Mad Shad. Richtig guter Köder, da muss ein Meter gehen. Und dann fischen wir mit dem blau-weißen Proex, auf dem ich im letzten Video hier am Tegernsee den Biss hatte. Mit dem Bass Arrestor in 25 cm, da tue ich später vielleicht noch ein Blei drauf. Und dann noch einem Jackson Shad an einem ASO-System, auch in einer blauen Farbe. Also nur einen etwas schockigeren, aber das kann man ja dann später alles mal variieren. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir hier was Gutes an Land ziehen. Einen dran. Mal, was habe ich gesagt? Das ist kein großer, aber. Leg die da einfach mal hin. Jawohl, da ist es passiert. Kein großer, aber. So, da haben wir ihn, also den ersten Hecht seit langem. Ich denke, der wird vielleicht so 60 cm haben, der gute, auf den Prorex. Wir haben gerade leider die ganze Zeit mit den beiden rechten Ruten in der Verhedderung geschleppt. Und jetzt haben wir gerade ausgebracht, 5 Minuten später ist der reingeknallt auf den Köder, wo ich beim letzten Mal hier auch schon den Vierbiss drauf hatte. Der Vierbiss hat sich ein bisschen besser angefühlt als der hier jetzt. Aber ich soll mich nicht beschweren. Endlich mal wieder ein Hecht. Ja, machen wir mal weiter. Schauen wir, dass wir noch einen erwischen. Wir machen jetzt mal ein typisches Tegernsee-Mittagspäuschen in Form von Renkenangeln, ein bisschen Abwechslung schleppen. Wir haben gerade reingeholt, die 4 Angeln, und ja, der blau-weiße Prorex hat wieder ausgelöst gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bissspuren, die ich drinnen sehe, die von dem Hecht von vorhin sind oder neue, war auf jeden Fall ausgelöst. Also hat er da einen Fehlbiss, und Mario hat auf seinen tieflaufenden blauen auch noch hinten im Schwanz eine Bissspur drinnen. Ich hätte jetzt mal den Vorfach neu knöpfen müssen, das hat ein bisschen kassiert vorhin beim Hecht. Und dann schauen wir mal, ob nebenbei vielleicht ein paar Renken Lust haben zu spielen. Verlier's nicht, gell? Verlier's nicht, Bur. Nee, ja. Wahrscheinlich hast du gerade einfach
Kummel! Hey, guck mal, was das ist. Nur ein Stück. Das sieht halt aus, als ob. Das ist nur so ein Stück, da geht es gleich übel ab. Sieht halt so aus, als ob du gerade ungefähr die 60, Alter, wenn das eine über 40 ist, dann bin ich echt. Dann kriegst du im echten Orden. Ja, aber Drill des Lebens ungefähr gerade. Wahrscheinlich ist es eine Seeforelle. Oh, nee, das ist eine Gurde. Ja, ich glaube, die war nicht schlecht. Also ich sag mal so, alles über 35 kannst du schon mal happy machen. Oh, das wurde. Ich kann sie nicht mal drehen. Ach, wenigstens macht sie mehr wie dein Hecht. Weniger war auch im Prinzip effektiv möglich. Junge! Ein Ticken zu drängen. Ey, die ist nicht schlecht, Mario. Die ist gar nicht schlecht, Mario. Sorry. Alter, die ist richtig gut, alter Schwede. Ja, kannst mal sehen. Heilige Meile, das ist ja eine f***ing Ränke und eine halbe. Alter Schwede! Achso, filmst du schon? Ja, jetzt film ich. Was soll ich jetzt sagen? Welche Größe? Sag das dir. Sag nix. Hier glaube ich die größte Ränke, die ich bis jetzt am Tegernsee gesehen habe. Vielleicht eine Ticken größer, aber 39,5 cm richtig gut, Petri Mario. Okay, der Mario hat gerade irgendwas dran, was ihn gerade so ein bisschen kaputt macht. Also wenn das eine Ränke ist, dann ist es eine Ränke. Das ist jetzt meine Mutti, Alter. Das ist dein Meterhecht, genau. Die strampelt auch wie eine Ränke. Alter Schwede, Mario, was geht denn ab hier? Alter, aber der erste Run war ja brutal von der. Die ist ja abgegangen, als ob es ein Karpfen wäre oder so. Seeforelle, ich sag's dir, Mario. Mario hat eine Theorie, und zwar, dass die Ränke also quer gehakt oder so ist und deswegen so viel Dampf macht. Aber es ist vielleicht trotzdem keine ganz schlechte. Ja, da, ich sehe es. Ja, also da war ich echt kurzfristig mal so 60 plus Karriereende Ränkenangeln. Und du hast sie aber wirklich voll quer gehakt. Und ich denke, hier kommt was an und dann ist es so ein Ränkchen. Da, guck. Ja, vielleicht hat es genau was. Genau hinten, die Nymphe, genau, ja, hinten. Ja, ja, wobei. Petri? Okay. Ja. Mann, jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ja. Ja, nach dieser für Tegernsee-Verhältnisse doch sehr außergewöhnlichen Ränke, also eine Ränke am Tegernsee über 35 cm ist schon ein sehr, sehr guter Fisch, sind wir dann weitergeschleppt. Allerdings wurde das Wetter dann doch recht schnell sehr schlecht und es hat extrem angefangen zu regnen. Also wir sind richtig nass geworden, meine Regenjacke bzw. mein Windstopper hat seinen Job nicht so wirklich getan. Es hat geschifft wie sonst was, leider kam auch etwas Wind dazu, dementsprechend wurde es dann sehr schwierig, gegen den Wind zu fahren. Mit dem Wind war es dann recht angenehm, aber gegen den Wind war es schon sehr anstrengend. Wir haben durchgehalten, wir hatten dann tatsächlich auch noch einen Biss auf, ratet mal, natürlich Mike the Pike mal wieder. Der ist aber nur kurz drangehangen, ähnlich wie in dem letzten Tegernsee-Video, das ihr gesehen habt, auch gebissen, bisschen Bremse gezogen und dann leider beim aus dem Rutenhalter raus abgegangen. War natürlich sehr schade, dass wir fürs Durchhalten nicht belohnt worden sind. Sind dann noch circa bis 6 Uhr abends geblieben, haben es also noch richtig lange probiert, klitschnass wie wir waren, sollte dann aber nichts mehr gehen, also sind wir dann reingefahren. So, nach diesen intensiven Stunden im Regen sind wir jetzt wieder drinnen. Ihr seht, ich bin komplett durchnässt. Mir ist dezent kalt. Dem Mario geht es genauso. Wir hatten jetzt noch diesen einen Fehlbiss beim Schleppen auf Mike the Pike. Wieder auf Mike the Pike einen Biss bekommen, wieder ein Fehlbiss. Richtig nervig. Aber haben heute insgesamt endlich wieder ein Hecht gefangen. Insgesamt 4 Bisse gehabt. So gut war es noch nie am Tegernsee. Eine richtig gute Ränke erwischt und eine noch ganz akzeptable. Das mit dem Regen war jetzt gerade richtig kritisch und jetzt ist es richtig kalt. Wenn euch das Video gefallen hat, ich versuche es jetzt mal kurz zu halten, dann liked es. Kommentiert mal, ob ihr schon bei Regen Erfolg hattet oder während es geregnet hat. Und abonniert uns für die Angelvideos, aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir hochladen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus.